Ich grüße Sie herzlich bei einer neuen Ausgabe von Robert Franz Gesundheit TV. Heute geht es um den Darm und das Abnehmen. Robert, ja. Du bist ja ein Tausendsasser. Du hast dich jetzt auch noch mal auf den Darm geworfen. Ja. Und willst du selber abnehmen? Nein, mehr oder weniger. Ich habe mein kleines Körperfett da. Okay. Kleine Stöcken. Jetzt geht es auf den Winter zu. Ist doch eigentlich okay, ja, wenn ich ein wenig Mountainbike da in Österreich mal ein wenig Mountainbike da auf die Berge fahre, dann werde ich schon schlank. Aber mir hat es niemals, ich habe wahrscheinlich einen guten Fettstoffwechsel. Mhm. Aber ich habe verschiedene Produkte, die für Abnehmen gedacht sind. Und ich habe bemerkt, obwohl ich die Produkte, es funktioniert nicht bei jedem Menschen. Ja. Man kann, ich weiß was auch immer, Vitamin D3, die Sonne ist das erste wichtige Faktor zum Abnehmen. Ohne Sonne läuft gar nichts im Körper. Ja. Wir haben keinen Fettstoffwechsel, keinen Stoffwechsel, keine Verdauung. Dadurch werden wir von Tag zu Tag immer dicker, der Körper speichert. Habe ich auch Menschen empfohlen. Dann zweitens habe ich Carnitin. Carnitin ist auch niemals erwiesen worden, dass Carnitin abnimmt. Aber wenn die Zellen einen Mund haben und brennen, bedeutet, dann wird Energie umgewandelt. Das ist zu diesem Thema. Carnitin. In der Studien. Carnitin, genau. Was Studien. Und dann habe ich, Chrompico, Chrompyrolat. Ohne Chrom wird kein Fett abgebaut, kein Zucker abgebaut. Auch ins Spiel. Bei manchen haben 40, 50 Kilo abgenommen mit Chrom. Mhm. Andere aber nicht. Mhm. Da ist noch Chitosan. Chitosan sind gemahlene Krebsschalen. Die sind halt kurz trocken und in dem Moment, wo ich eine halbe Stunde vor dem Essen, 4-5 Kapseln Chitosan nehme, bedeutet dieses trockene Masse wartet auf Fett, bindet Fett und ich kann einmal am Tag bei der Hauptmahlzeit, wenig Fett in der Toilette durchschleusen, ohne es aufzunehmen. Aber heutzutage essen die Leute nicht mehr so Fett, das Fett ist nicht mehr da. Jetzt war schon mein Wissen am Ende. Ich dachte, an was kann es noch liegen? Und dann habe ich herausgefunden, Darmbakterien. Auch überall in den Medien ist überall Darmbakterien und man weiß zu Zeiten, wo keine Nahrung ist, der Darm, das Gehirn steuert den Darm und sagt, pass auf, fang an zu puffern. Bedeutet, dass ein paar Bakterien da sind, die speichern und ein paar Bakterien, die einfach verbrennen. Ja. Schlechte Zeiten. Kann sein durch Essweise, was auch immer. Kurzzeitiges Essen, was auch immer. Nicht mehr essen, wenn der Körper will. Und wir müssen zusammen. Ich esse, wenn ich Hunger habe, esse ich. Bedeutet, der Körper kriegt Signal, okay, ist alles in Ordnung. Essen wir aber nach System. Der Körper hat Hunger. Nein, ich warte jetzt eine Stunde später, denkt der Körper, oh, der verhungert jetzt, aber jetzt schaltet die Bakterien ein. Ja. Und das Ganze auch von Abnehmen durch unsere Lebensweise. Okay. Würden wir essen, wenn wir Hunger haben, wird der Körper immer das Gehirn die richtige Signal, würde sagen, ich muss nicht angreifen. Also mehr so naschen vielleicht zwischendurch. Ja, genau. Also eine Handvoll Nüsse oder Kleinigkeit, so. Dass der Gehirn das Signal gibt. Wir vernachlässigen diese Gehirnsignale und dann probieren wir durch allerlei für Magenband und allerlei für Sachen und Füllstoffe, die wir im Magen rein. Das geht nicht, weil das Signal immer falsch kommt. Das erstmal so, die Leute gewöhnen, wenn sie wenig Hunger haben oder wenn sie Hunger verdrückt, mal eine Kleinigkeit geben, dass das Gehirn gesättigt wird. Ja, okay, in Ordnung, dann lässt er unseren normalen Fettstoffwechsel weiter. Und wenn nicht, aktiviert das Gehirn die Darmbakterien. Die speichern. Genau, jetzt haben die Forscher herausgefunden, es gibt verschiedene Arten von Darmbakterien. Manche Darmbakterien speichern in schlechten Zeiten, sonst wirst du verhungern, da müsst du halt umgewandelt werden und nicht. Und andere Darmbakterien wandeln Energie um. In Energie, die der Körper dann hat. Und darum sage ich, habe ich fokussiert auf die Darmbakterien. Und jetzt habe ich gesagt, okay, da müssen wir herausgefunden, da sind ein paar Darmbakterien, ist auch eine Studie gemacht worden, die heißen da, Moment, habe ich sie direkt da drauf, Bacterium lactis B420TM. Diese Bakterien wurde auch eine Studie gemacht. Und diese Darmbakterien, erstmal tragen zu Gewichtsverlust bei, ist die Studie da, da kann keiner was sagen. Studie ist da. Zweitens, hilft bei weniger Kalorien aufzunehmen. Bedeutet, diese Bakterien machen, dass der Körper halt nicht speichert, dass der Körper einfach verbrennt und nicht speichert. Und die haben herausgefunden, bei Studie ist 4,5% Rückgang, da steht drin, der Körperfettmasse, 6,7% Rumfett und 4,5 Körperfett, sagen wir 5%, bei 100 Kilo sind es schon 5 Kilo. Und das 5 Kilo Gesamtkörperfett, was die meisten Leute, der BMI-Faktor hoch ist, die anderen sind alle fettleibig, obwohl meine ist auch hoch, ich fühle mich aber wohl. Und außerdem, Teileumfang, was die meisten wollen, mit den Teilen, was auch immer, seitlich die Schwimmringe, 2,6 cm ist halt nicht viel. Aber was mir gefällt, Rumpfett, 6,7% Rumpfett abgebaut. Rumpfett, was die Leute behindert, ist nicht mehr so gelenkig. Und 4,5% Gesamtkörperfett. Und das bewirken diese Bakterien. Was macht diese Bakterien? Tue ich auch was Gutes für den Darm, dass ich gesunde Darmflora habe. Und dann zusätzlich noch ein paar andere Sachen reingemischt in der Mischung. Aber die Bakterien, weil die Studie da ist, habe ich gesagt, Robert, nimm sie. Bring sie unter die Menschen. Ich weiß nicht, was die anderen jedenfalls, das werde ich auch machen, dass es ganz günstig ist. Weil es sind auch viele Produkte, die vielleicht das irgendwann bringen oder schon auf dem Markt sind, weiß ich nicht, hat mich nicht interessiert. Ich mache mein Ding.
überteuerte Preise, dass sich keiner leistet. Irgendwann verlieren die Leute Lust am alles. Am Anfang gibt es eine riesen Euphorie, aber nachher kann ich mir nicht leisten und fertig. So, dass Winternägel mit Köpfen, dass die Leute längere Zeitspanne das Zeug nehmen, dass sie Erfolg haben. Und wenn der Darm besiedelt ist, da brauche ich doch nicht mehr die Bakterien. Die sind da drin, die leben. Wenn ich die Gesetze verfolge, was sie eigentlich brauchen, dann brauche ich die einmal besiedeln. Ich muss es auch nicht tausendmal immer Bakterien aufnehmen. Aber wollte ich gerade sagen, also letztendlich es geht es erstmal um die Besiedlung. Eine Besiedlung, dann hat das Ding gehalten. Und so wie ich gesagt habe, Essen zur richtigen Zeit, wenn der Körper es will, und nicht dazwischen. Und dann, genau, da geht ja auch niemals mehr kaputt. Ja. Klar, in dem Moment, wo der Körper sagt, pass auf, ich brauche nicht, ich überlasse die Bakterien und dann kommt der Haufen Essen rein, die wissen gar nicht, was sie jetzt machen sollen, das entsteht ein Wirrwarr. Und da habe ich die Bakterien, aber sie wissen, wie ich das Produkt habe, der Darm slim, Darm schlank, ein Darm, Darm slim, der Darm, der die schlank macht sozusagen. Und das sind außerdem die Bifidolactis-Bakterien drin. Also was kann ich noch nehmen? Flohsamenschalen, nimmt auch jeder heutzutage. Flohsamenschalen sind gut für den Darm, für die Darmtätigkeit und auch wegen Blutzucker und sowas. Und zweitens Cognacwurzel. Die wenigen kennen Cognacwurzel. Und Cognacwurzel ist auch Cognacwurzel verzögert, dass der Magen das Essen weitergibt. Bedeutet, wenn ihr ein langes Sättigungsgefühl habt, dann bleibt das Essen länger im Magen. Wäre auch nicht so schnell wieder, ich weiß, Nahrung aufnehmen. Also langsam kauen zum Beispiel oder viel kauen hilft ja auch schon. Genau, schon dazu. Viel kauen. Die Leute kauen auch zu wenig heutzutage. Jeder zwei Happen und runtergeschluckt, umso mehr, umso... Da ist jetzt drauf und dann das Sättigungsgefühl kommt viel später. Es muss normal vorher aufhören. Bestimmt eine Viertelstunde, bevor du eigentlich deine Mahlzeit beendet hast. Die wenigen machen das. Das heißt, vom Kind aus schon Teller leer essen. Ich habe mit, meinem Sohn mal vollkommen Brot. Wir am längsten, wir haben, glaube ich, 120 Mal gekaut für einen Bissen. Ja, genau. Das ging. 120 Mal war der Rekord. Und auch mit der Teller portioniert. Früher haben sie einen Topf und die ganze Horde, die ganze Meute, was sie hat sich geholt und gegessen, mehr oder weniger haben alle aufgegessen, ist nichts mehr geblieben. Ja. Heutzutage ist jeden Teller und Portionen, wer hat die Portionen erfunden? Ja. Das sind tausend Faktoren, die uns beeinflusst haben, wir sagen, ja, wir wollen abnehmen. Ich denke auch schon, also Mangel. Also eine Sache, dieses Mangelbewusstsein von Bakterien. Ja, genau. Ja, also das Gehirn gibt ein Signal, hey, du musst vorbauen. Ja, und deswegen... Genau. Für den Notfall. Diese Bakterien sind eigentlich normal mit ihnen geboren. Alles. Und in dem Moment, wo das Gehirn immer falsche Informationen gibt, immer Signale, pass auf, ess, speicher. Es ist nicht Essen zur richtigen Zeit. Das kann scheinen, das Gehirn kann ja nicht abschätzen, dass du die nächsten 5 Minuten isst. Aber wenn ein Signal ist, jetzt Hunger, dann haben früher die Tiere was auch immer gegessen. Und haben nicht gewartet, jetzt warte ich noch 2 Stunden, weil ich gerade jetzt ein Seminar habe oder weiß nicht was, oder heutzutage Manager, ich habe jetzt eine Konferenz und dann, dadurch haben sie das. Also wir sehen die ganzen Manager heutzutage, okay, sind die Jünger, sind auch schlank, aber die Eltern haben einen riesen Umfang da beim Flugzeug, weil ich vorgestern in mir einer gesessen, weil reingedrückt im Stuhl habe ich keinen Platz gehabt, oder mehr oder weniger, aber so ich sage, keiner sucht die Ursache. Wir machen animalisch oder mechanisch viele Sachen, die nichts bringen, aber keiner stellt es in Frage. Und ich habe gesagt, ich stelle es in Frage, weil ich lasse mir den Scheiß nicht antrennen. Ist ja, ich meine, es wird ja ein Haufen Geld mit den slim Produkten gemacht. Alles, vor allen Dingen, wo Zuckerersatzstoffe drin sind. Genau. Der Körper wird beschissen, weil die Bauchspeicheldrüse denkt, da kommt Zucker. Genau, bei den süßen, gerade bei den Süßgetränken, da kommt Zucker, bildet Insulin. Und dann kommt aber gar kein Zucker. Das heißt, sie haben einen Überschuss an Insulin und haben Wahnsinnshunger. Ja, und die wundern sich, dass sie nicht abnehmen. Du kannst nicht so eine komplizierte Maschine wird der menschliche Körper überlisten. Und da live für krankhafte Schlussfolgerungen, für wen auch immer. Aber es wird gemacht. Und ist klar, wenn Riesenmarkt. Die Leute würden alle machen, würden wahrscheinlich auch Scheiße essen, um abzunehmen und sowas. Obwohl, ich weiß, vielleicht wäre es ja auch gesünder als manche Produkte, was da angeboten sind. Ist ja natürlich. Okay. Aber bitte mit Aromastoffen. Genau, da war doch der Witz mit der Maschine, wo sie als eine Maschine, die kann aus Scheiße Essen machen und dann haben sie probiert und dann ist es nicht funktioniert. Ich sagte, wurde schon das zweite Mal aufgegessen. Heftigen Film, aber will ich jetzt nicht gerade hier reinbringen. Also Bakterien. Ja, von dem es gibt Stamm, Bakterien, ein Stamm, die verbrennen. Die verbrennen und nicht speichern. Wahrscheinlich unsere Gesellschaft hat viele Bakterien, die speichern. Durch die unregelmäßigen Signale kommt jetzt Signal speichern. Und in dem Moment, wo ich jetzt durch eine kleine Mahlzeit was kurz in Essen, ich muss ja nicht ewig, einfach das Sättigungsgefühl am Gehirn, genau wie bei Pavlov. Das ist wichtig, dieser Kombination. Speichelzurinnen, Sättigungsgefühl, Klingel, was auch immer. In dem Moment, wo das Gehirn kurz das Signal wird, abschaltet, wird das Gehirn jetzt nicht schauen, wie viel da kommt, sondern okay, der Befehl wurde erfüllt, zack.
was weiß ich jetzt, wer keine Nussallergie hat, könnte einfach eine Handvoll Walnüsse. Ja, oder was auch immer, Kleinigkeit, einfach ein Bespeil des Gehirnsignals. Und dann den Darm besiedeln mit den Bakterien, so ich sagte, da habe ich noch drin, außer Cognacwurzel, Flohsamen, die Bifidolactis-Bakterien, dann habe ich noch Inulin rein. Inulin hilft sogar beim Besiedeln des Darmes. Inulin ist ein Stoff, das hilft, dass die Bakterien da Fuß fassen. Ja, außerdem noch ein Vitamin C, ein Acerola, ein Citrus-Flavonoide, das hilft der Bildung von Muskelmasse. Ist auch Vitamin C, ist auch ein Fettburner. Eine milde Säure, die basisch wirkt, aber ein Fettburner. Ja. Bei Menschen, die viel Vitamin C, die sind schon schlank. Und außerdem Calciumcitrat. Calciumcitrat ist auch perfekt für den Darm und alles wird gut aufgenommen, sodass mit hier Sachen, mit den Darmbakterien, mit den Bifidus 420, mit Cognacwurzeln, Flohsamen, Calciumcitrat, Inulin und Ding, habe ich das Mittel gemacht, das Pulver. Man nimmt 5 Gramm, 30 Minuten vor der Mahlzeit, 30 Minuten. Die Packung reicht für 14 Tage, okay. Das wollte ich gerade fragen. Also ist eine Art Kur? Ja, eine Art Kur, also 14 Tage. Eine Besiedlungskur. Genau. Ja, man wird auch gleich bemerkt, weil da steht, dass nach der Studie, das ist 6%, du wirst auch gleich bemerken und deine Darmflora wird besser funktionieren und wird auch weniger. So danach wahrscheinlich auch die Verdauung? Genau, die Verdauung und alles. Ja. Und das hält dann 14 Tage, die Packung. Und die haben herausgefunden, durch die Darmbakterien kann man täglich zwischen 150 und 250 Kalorien sparen. Es werden 150 bis 250 weniger Kalorien gespeichert. Und das durch die Darmbakterien, nicht durch allerlei für Stoffe, die den Magen dehnen oder allerlei für Sättigungsgefühl erzeugen und dieses Kotzen kommt und alles. Und alles, das finde ich in Ordnung. Und dadurch, vielleicht nehmen die Leute gewöhnlich auch ein Probiotika, weil die ganzen Gedärme heutzutage sind alle sozusagen im Arsch. Ist nichts mehr drin. Die Leute haben Antibiotika genommen, die ist zerstört. Der nächste hat allerlei für Sachen Probleme. Der Darm zersetzt sich durch Vitamin D3, dass die Leute. Antibiotika, du meinst die Antibiotika, nicht Probiotika. Nein, aber ich sage, dass sie Probiotika nehmen, weil die Gedärme durch Antibiotika zerstört sind. Probiotika, Antibiotika. Antibiotisch. Ja. Gegen das Leben, antibiotisch. Ja. Und Probiotika und dann sind auch andere Bakterien. Dann wird auch mal eine Flasche mal Vitabiosa nehmen, sich mal einknallen und Darm aktiv und Darm intensiv, dass er weiß, was ein Darm bedeutet. Im Darm ist das Immunsystem und wie schon jedes verrotzt, vereitert. Bei ersten kleinen Viren liegen wir flach. Oh, der hat Grippe, der hat das da. Ja, mit einem guten Immunsystem, ich weiß gar nicht, was ich kriege. Ich glaube, als Kind habe ich irgendwann Grippe gehabt, als Kind, wie ich da in Rumänien war. Aber ich bin jetzt auch seit 10 Jahren barfuß, keine Grippe, keine Erkältung, keine Nierensteine, keine Blasenentzündung. Ich habe gar nichts, ich habe nur Power, Power, Power. Und das kommt wahrscheinlich, weil ich ein gutes Immunsystem habe. Und das ist ein Produkt, bringt vielleicht die Leute zu anderen Schussformen. Darmbakterien, wenn ich weiß, dass Darmbakterien zum Abnehmen hilft, dass Darmbakterien nicht nur zu abnehmen, sondern zu anderen Sachen. Und dann vielleicht mit so einem Produkt kriegen die Menschen auch Bewusstsein, sich mit der Gesundheit zu beschäftigen. Darum mache ich auch die Aufsendung, dass die Leute wissen, pass auf, genau wie viel Zeit ich für andere Sachen, wenigstens ein Zehntel von dieser Zeit für Gesundheit in Kauf nehmen, um seine Hobbys leben zu können. Und zwar von ganz innen, weil im Darm ist das Leben. Und ich habe das richtig verstanden, es ist eine Kur und nicht eine Dauer. Ja, die müssen keine. Wenn ich einmal meinen Darm besiedelt habe und es funktioniert, dann muss ich doch nicht nachschicken. Die Bakterien leben da auch und die vermehren sich von selber. Ja. Die sterben ja nicht ab, die sind nicht einmalig, aber über Überlebenszeit von 2 Wochen sind auch. Das heißt, wenn der Darm durchblutet wird, die Bakterien auch. Wenn ich Hefe nehme, ich mache ein Brot, hier ein Stück Hefe, werf rein und das war's. Und das Brot hat die Hefe. Da muss ich nicht nochmal Hefe rein, sondern. Aber man braucht nicht davon denken, dass man dann irgendwie nichts mehr aufnehmen kann. Also auf jeden Fall nicht. Ne? Nein, so ich sage, man soll halt so kurz 2, 3 so Dosen nehmen. Das sieht, man kann das selber probieren, kann überstudieren, man sieht, wie fühle ich mich, funktioniert was und das Gefühl, das Neue, was da kommt, wird wie anders sein. Und darum, also probieren wir mal jetzt mit Darmbakterien abzunehmen, nicht mehr mit Magenband und allerlei Stoffe. Und ist wahrscheinlich auch hat die Medizin jetzt auch die Wissenschaft den richtigen Weg jetzt gefunden, weil überall auch im Radio, weil ich in Österreich höre ich, Graz, Uni Graz, Darmbakterien, wir haben rausgefunden, es sind Bakterien und dadurch macht, dass die Menschen dünner werden, in Zeiten, wo Dinge, dass sie speichern und sowas. Jetzt sind sie draufgekommen. Und die Bakterien kriegt man zu kaufen, Produkt gemacht und fertig. Ich muss jetzt nicht warten, bis alle Wissenschaftler sich nochmal zugekauft wird. Einfach nehmen, probieren, funktioniert weg und umso mehr Menschen kommen, umso mehr Rückmeldungen werden es sein und dann wird es heißen, top oder flop. Und aber sobald die Studie da ist, weil die wollen Studien und 5% Fett weniger, 2,6% weniger Rumpfumfang und so, ist schon was dran. Und jeder Mensch ist ja wie anders. Bei einem wird es mehr, bei einem weniger. So Und ich sag mal, und es ist nichts Schlechtes für den Körper. Die ganze Sache, was du nimmst, schaden den Körper nicht. Das ist keine Belastung für den Körper, wo du sagst, das kannst du machen, sondern der Körper nimmt es dann und sagt, toll, dass du an mir denkst, oder? Also
Belebung des Darms mit Bakterien, die Bakterien die nicht auf Speichern programmiert sind, um einfach 150 bis 200 Kalorien pro Tag nicht zu speichern. Ja. Einfach dem Körper das Gefühl zu geben, pass auf, du bist toll versorgt, nimm nicht so viel auf, lass auch mal wenig durch. Ich muss mir dran erinnern, ich habe früher mal montags nichts gegessen, ganzen Tag über, ja, und abends habe ich was gegessen. Und auf der Waage hat sich nichts getan. Ja, genau. Das heißt, dieses ganze Hungern am Tag vorher war völlig Banane. Völlig Banane. Weil, ne, das macht mir jetzt gerade Sinn, wie du das sagst. Ja, der Körper oder das Signal, wenn jetzt was kommt, dann musst du es aber ordentlich speichern. Ja, auf jeden Fall, genau. Weil es kommen Signale, du isst nicht. Ja. Das sagt der Körper, okay, jetzt zeige ich dir die Quittung. Speichern. Speichern. Bist du mir wieder überzeugt, dass du regelmäßig bei meinen Signalen nicht nach Plan isst, dann werde ich dir die Handschellen wieder abnehmen. Klasse. Robert, ich danke dir für diese Informationen. Absolut logisch. Und manchmal sagt Goethe, es scheint dem Menschen gar verdrießlich, dass das Große so einfach ist. Genau, ich sage, jetzt keine Weltsinser, was auch immer, aber da gehört immer Menschen, den Leuten es schmackhaft machen, beibringen, schauen. Probiert nicht mit diesen Sachen. Es gibt auch andere, die vielleicht effektiver sind. Ja. Und vielleicht auch weniger kosten und viel mehr wirken als andere Sachen, die da große Werbung. Die tun meistens 1-2 Millionen für Werbung. Das Produkt kostet 2-3 Euro. Mhm. Und da wird das Geld von der Werbung im Produkt nicht umgesetzt. Da lieber im Produkt, weniger Werbung, vielleicht beim richtigen Sender. Und dann funktioniert es. Okay. Beim eigenen Sender sozusagen. Danke dir, Robert, für diesen Input. Und ich denke, auch Sie werden genauso überrascht gewesen sein wie ich. Völlig logisch, dass wir uns da oft martern und genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir erreichen wollen. Ein Wohlfühlgewicht. Ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinschauen bei Robert Franz Gesundheit TV und sage Tschüss.